So, und da sind wir noch ein letztes Mal in der alten Sumpfranze, in der alten Sumpfruine. Sumpfranzen kriegen wir gleich. Diese Lokation wäre dann wahrscheinlich jetzt abgeschlossen. Lass mich mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich bin auch heute getränkemäßig ungewöhnlich aufgestellt. Kaffee ist wie immer da, aber aus Gründen habe ich auch noch mal was anderes am Start. Nein, kein Alkohol. Na, wen haben wir denn da? Ach. Es ist sicherlich kein Zufall, dass ihr hier auftaucht, sondern vielmehr meiner Vorarbeit mit den Karten zu verdanken. Du alte hässliche Schlampe. Die ist wirklich hässlich, ne? Guck mal, was sie für ein Gesicht hat. Muss der Typ hier gerade sagen, ich sehe auch fast aus wie die. Worauf wollt ihr hinaus? Wenn ihr diesen Ort nur mit Hilfe der mir gestohlenen Karte gefunden habt, dann ist auch euer Anrecht auf den Schatz nur von mir gestohlen. Du alte Kuh. Punkt, Punkt, Punkt. Du musst gerade von gestohlen reden, ne? Das Anrecht auf den Schatz habe ich mir erkämpft und das werde ich auch verteidigen. Das geschieht euch recht. Schließlich habt ihr mit euren gefälschten Karten Unschuldige in den Hinterhalt gelockt. Ja, nehmen wir das zur Seite. Hinterhalt? Was? Ich verstehe nicht, wovon ihr redet. Und mir gefällt euer Tonfall nicht. Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Dein Tonfall gefällt mir auch nicht, Hackfresse. Ja, oder wie sagt Dukov in Fallout immer? Hey, halt die Schnauze, Clownfresse. Ja. Was wollte die Alte denn? Hm? Ja, entweder die stellt sich zum Kampf oder hält die Fresse, denke ich mal, ne? Was? So, na, wir können hier ruhig mal ein bisschen rumeiern. Und würde ich mal sagen, vielleicht sind hier ja irgendwelche interessanten neuen Sachen. Neben Sumpfranzis, Alpha-Wand-Wurzel, Alpha-Wand, nicht nur Wurzel, sondern Alpha-Wand allgemein, Alpha-Wand. In die Richtung kommt man also nicht. Da hat Radon Labs also sozusagen das Ende der Welt beschlossen. Na, das ist ja klasse. Okay. Nicht wieder rein in die Ruine, sondern geradeaus weiter. Ach, ich sehe schon die nächsten Ranzis. Da, Gott, die Kamera. Da kommen sie schon. Weißt du was? Da gehen wir gleich mal in Medias Res und machen die Viecher fertig. Ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man die umwerfen kann. Herr Kittenkurmler sagte, alles Zweibeinige, aber da die auf vier Beinen herumhoppeln, nehme ich mal an, das sind keine Zweibeiner, also drin Sohn. Machen wir die einfach mal so hinüber. Ob die brennen, weiß ich nicht. Die sind schließlich nass, ne? Aber in Drakensang sind diese Gesetzmäßigkeiten alle ein wenig durcheinander. Weiß gar nicht, ob ich hier ein Gedeck auflegen muss. Ja, der Horst, die kommt ja gut in Drakensang voran. Horst, ich finde ich scheiße, dass Entschuldigung, Stuhl natürlich, dass du niemals erwähnst in letzter Zeit, dass es mich gibt. Na? Aber du machst das inzwischen ganz gut, dass du so tust, als würdest du nicht wissen, was kommt, ne? Ich bin so gemein. Nee, bin ich gar nicht. Nur realistisch. Komm, komm! Komm, Pareo. Mal wieder. Komm schon! Kann sein, dass ich heute ein bisschen bissig bin. Komm! Komm, Pareo. So, dann. So. Was stehst du da in die falsche Richtung und lässt dir den Arsch beißen, Puano? Stiesel. Ja, und ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Warum ist denn die noch nicht tot? Ja, ich lasse sie mal machen. Die werden die schon schaffen. Ja. Ihren Sohn. Gib mal. Hier. Alter. So. Kannst du mal zerpflücken? Ach, ist ja gar nicht viel zu. Ja, sehr seltsame Laune heute. Aber nicht schlecht, die Laune, meine Lieben. Nicht schlecht. Wolfsmatter. Ja. Rulana würde dich beneiden. Manche Dinge ändern sich nie. War hier nicht noch was? Ja, es ist wahrscheinlich im Sumpf versumpft. So, guck mal her. Ja, Kuano. Ja. Warum hat nur Kuano und der Vorgrim den Debuff? Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung und das ist auch gut so. Wir werden hier nochmal ein bisschen gezielter durch die Gegend gehen. Mir fiel bei meinen Nachforschungen oder beim Nachschauen der Folgen
auf, dass ich hier ein wenig durchgerusht bin. Und da ich neulich gerade das Fallout-Add-on so ein bisschen verhunzt habe, weil ich viel zu schnell durchgerusht bin, weil ich nicht looten durfte, weil das Inventar so voll war, möchte ich natürlich das gleiche nicht hier machen. Sondern wirklich ohne Teil, auch wenn es den einen oder anderen nervt, die Kiste hier untersuchen. Wozu natürlich gehört, dass wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen hin und her laufen. Ja, ich habe auch heute drüber nachgedacht, ob wir vielleicht den Zand machen. Weil mir ganz einfach irgendwie das Fell juckt. Hier kriegen immer nur die anderen von uns auf die Fresse. So soll das eigentlich auch sein, aber du verstehst, was ich meine. Wenn irgendwie die Herausforderung fehlt, wie sagt man, wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis? War das der Esel oder war das die Kuh? Nee, die Kuh muss vom Eis. Was weiß ich? Na? Ach, guck mal, was da ist. Hallo, meine lieben Ranzis. Ich lasse sie mal rankommen. Deswegen heißen sie auch Ranzen, ja, weil sie rankommen sollen. Bei Angriff Spark. Ranzis, sehen die hässlich aus, die Viecher? Oh, okay. Rensohn, heute wahrscheinlich dann so 3 bis 4 Stunden. Nee, eher 3 Stunden. Denn, wie gesagt, es ist 1 Uhr nachts und ich möchte es eigentlich nicht, dass ich bis in den Morgen rein hier arbeite. Ja, und das ist Arbeit. Fresse, wenn du das nicht meinst. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen aggressiv drauf. Ja, Aufi. Ach, da kommen noch mehr, guck mal. Oh, Vorgrim kriegt von der Ranze aufs Maul, wie kann das sein? Warum macht Kuano eigentlich überhaupt nichts? Dann gib ihm. Vielleicht war das aber auch ganz positiv, weil da kommen ja noch mehr. Warte mal. Ich kann hier gar nichts sehen. So, wahrscheinlich wegen der Haare in Anführungsstrichen. Haar. So. Also manche der Geräusche sind so komisch. So, sag mal, Honky, warum willst du denn unbedingt nach vorne stürmen? Da geht er da heldenhaft in den Nahkampf. Ich glaube es. Hack, Digga, was willst du denn? So, Vorgrim hat schon sein Ziel erledigt. Nehmen wir mal den hier. Und dann den. Da der eine ja sowieso nur noch einen Schlag braucht, glaube ich. So, zack. Das war ein Stinkmarder. Nee, ein Dachs, genau. Da gab es mal einen Pornodarsteller, Conny Dachs. Angriff! War wieder nicht jugendfrei hier oder was? So, noch ein Dachs. Alter, da haben die von da hinten angegriffen oder was? Ja. Ja. Yeah. Ach, guck mal, wie süß sie sich. Oh, guck mal, wie süß sie den Bogenpfeil einlegt. Hallo. Screenshot-Time vielleicht. Screenshot. Okay, Shit by Shit. Achtung! Aha, wo ist die andere Ranze? Ah, das meinte ich, wie sie sich aufbäumt. Sanyasa! Ja. Moment. Und Stiese, du machst nicht solche Geräusche, sonst drehe ich durch. Ja! Yeah. So, mach die mal platt. Ich werde doch jetzt nicht. Ah, warte mal. Ja. Da hinten ist ja auch noch eine am Leben. Wie kann das denn sein? Ja. Aha. Ja, Honky feuert ja auch noch. So, wie sieht es da hinten aus an der Heimatfront? Ach, da fällt ein Blatt von meiner Palme. Könntet ihr die vielleicht mal töten? Ich kriege hier langsam die Geduld. Komm, Pario. So. Ei. Warum sind hier so viele? Die ist doch schon tot. Naja, sie hat noch geschrien, ne? Nicht Feires, sondern das Ding hat noch geschrien. Hier sind auch noch grüne Pflanzen. Da müsste ich gleich auch nochmal. Ich mach das schon. Entschuldigung, aber das ist RPG, das muss sein. Und der Horsti mag ja das Sammeln so. Und Horsti, sei mir nicht böse, aber finde ich nicht gut, dass du mich gar nicht mehr erwähnst.
wo du doch so viel von mir gelernt hast. Den Davania hättest du wahrscheinlich nicht so schnell platt gekriegt, oder? Ich bin frech, ja. Das ist mein Recht als Honk. Ich bin der Honk, ich darf das. So. Ja, ja, mach das mal. Oh, mein Sehnen und meine Lederbänder. Gut. Ja, die sind sehr gut. Ja. Mir ist aufgefallen, ich höre mich manchmal so ein bisschen an wie Vorgrim, wenn ich ja sage. So, ich habe ja auch so eine knarzige Stimme, ne? Inzwischen. Die Greisenstimme. Wie Vorgrim. Ja. Ich bin. Ja, da macht das genau wie ich es. Auf. Genauso wie ich es wie ich es gemeint habe. Mach mal Honky. Explodierpilz. Na, Horsti. Explodierpilz am Start. Ja, nee, Horsti. Aber die kommen auch keine. Ich kann dir versprechen, dir kommen keine Zuschauer abhanden, wenn du mich erwähnst. Ne? Du denkst wahrscheinlich, die würden zu mir wechseln, ne? Hab ich recht, mein Guter? Hab ich recht? Na komm, gib's zu. Ich hab recht. Wo ist denn die nächste? Ah, Belmart. Der gute Belmart. Der bellt immer. Kann man jetzt noch nicht hören. So. Da ist noch ein Ranzi. Was klorgt denn hier so? Hier war eben so ein komisches Geräusch. Was für ein komisches Geräusch ist da? Ja. Also, sollte sich nochmal irgendeine Firma dafür entscheiden, eine Drakensang-Fortsetzung zu machen, was ich sehr wünsche. Nicht wahr, Herr Kittenkurmler, da haben wir Bock drauf, ne? Auch Alfons, ne? Falls du hier noch schaust. Da haben wir Bock drauf, ne? Ah, geil. Ist ja so geil, wieder ein Drakensang-Spiel zu haben. Aber erst, wenn ich hiermit fertig bin. Hört ihr das, Spieleentwickler? Und schaut euch mein komplettes Let's Play an, damit ihr wisst, woran ich alles gemeckert habe, damit ihr die gleichen Fehler nicht auch macht. Da ist noch ein Pflänzlein irgendwo. Ja. Ja, also falls es irgendwann mal Weiterentwicklungen von Drakensang oder Neuentwicklungen gibt, dann stehe ich gerne als Sprecher sowohl für den Vorgrim als auch für Rakorium zur Verfügung. Ich glaube, das würde auch ganz gut passen, ne? Herr Kittenkurmler ist doch so. Seine Spektabilität Meister Rakorium. Mir wurde gespoilert, wir werden ihn hier in diesem Spiel auch wieder sehen. Entschuldigung. Aber ich freue mich so. Wofür hat er sich jetzt entschuldigt, ne? Ja, dafür, dass ich euch etwas erzählt habe, was ihr eigentlich noch gar nicht wissen könnt. Solltet haben, machen sein. Mach schon. Ach ja, und Herr Kittenkurmler, nein, meine Perückensammlung ist bei weitem nicht so groß wie die von Hand of Blood. Der Henno, der mir durchaus auch ein Begriff ist, ja natürlich, ich kann man ihn nicht kennen. Weiß immer nicht, ob ich ihn gut finden soll oder nicht, aber da geht es mir wahrscheinlich nicht alleine so. Ja, und so geht es wahrscheinlich, auch einigen mit mir, dass sie ganz einfach denken, ach wisst ihr noch, ach das waren Zeiten. Dass sie nicht wissen, ob ich ihnen gefallen soll oder nicht. Mir doch egal. Ich glaube, Hand of Blood hat das. Henno hat da die gleiche Sache. Hand of Uncut finde ich gut. Weil Uncut ist Religion. Uncut ist fucking Religion. Wer das nicht weiß. Nun ja. Ja. Warum hatten wir eigentlich diese Kiste da schon? Warum steht auf den Kisten nicht drauf, ob sie leer sind oder nicht? Das wäre doch eigentlich ganz klasse. Ja, die sind natürlich leer. Wäre seltsam, wenn wir hier nicht gelootet. Also wenn ich hier nicht gelootet hätte. Ach, Alpha-Wand. Alpha-Wand. Ja, das ist die Alpha-Wand. Immer schön. Immer, was auch immer. Ja, das ist die Alpha-Wand. Und uns gar nicht unbekannt. Ja, das ist die Alpha-Wand. Alpha-Wand. Ich sollte vielleicht wieder näher ranzoomen. Ach, guck mal, Ranzi ist wieder da. Ranzi ist wieder da. Natürlich die ganze Truppe auseinandergezogen. Entschuldigung, ist so. So. Bei Angriff sparen. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier so auf die Kette kriegen. Ja, ich sehe jetzt nur zwei Ranzis. Das sind aber drei. Sehe ich jetzt schon kommen. Da ist das dritte Ranzi. Habe ich es doch richtig gesehen? Guck hier. Ja. Ja.
Voll der Vorgriff wieder. Ja, also ich stehe als Sprecher auch für andere RPGs gerne zur Verfügung. Alte Säcke, Zwerge, zauselige Magier. Ja. Mein Metier, meine Leute. Nein, ich werde jetzt mal diesen Debuff nicht machen, weil das ist einfach vollkommen overpowered. Wir wollen ja hier auch noch Spaß haben mit den Ranzis. Komm, Pareo. Vielleicht wird ja noch jemand umgebracht. Ja, und wer sich wundert über solche Sachen wie den Compareo, du hast Drakensang nicht gesehen. Und zwar nicht dieses Drakensang, sondern das richtige Drakensang. Das hier ist ja am Fluss der Zeit. Ja, das sind ja noch mehr Dicken. Ja, das habe ich auch gerade mich gefragt. Bei Angrosch Schwart! Das hört sich wirklich an wie bei Angrosch Schwart. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass der Sprecher von Vorgrim zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Spiels keine Zähne mehr hatte. Ha, ich bin frech. Ja, ich darf das, ich bin der Honk. So, dann einmal darauf. Quetsch. Was? So, es heißt sie bitte. Immer noch. So viel Zeit muss sein. War ihr? Ja, schöne Haare hast du. Kann man nur nicht sehen unter dem scheiß Helm. Entschuldigung, ist so. Ah, macht ihn platt. Muss ich Tassia noch Vorgrim ranholen? Nö. Glücklicherweise nicht, sonst wäre ich ungehalten geworden. Ja, so. Ich gehe schon mal. Nee, also Henno, Hand of Blood ist mir ein Begriff. Und hat, der hat eine größere Utensiliensammlung als ich. Er hat ja nicht nur Perücken, sondern er hat auch noch Helme, glaube ich. Solche Latex-Helme. Hat nichts mit der Pornosache zu tun. Sag mal, warum... ja, wollen wir mal, was hat die eigentlich für Pfeile noch? Pfeilriss hat Pfeile. Ja, wir müssen mal wieder Pfeile nachbasteln, ne? Sieht so aus. Komm, dann kriegst du die Brandpfeile. Wir wollen mal nicht so sein. Wird gemacht. Ja, und vor dem Zand habe ich immer noch ein bisschen Angst. Ich mach weiß auch nicht, ob ich alle Siegel wirklich uneingesetzt lassen soll diesmal. Denn, gut. Also, mein Let's Player-Kollege, mit dem ich am meisten über Drakensang spreche, nein, nicht Herr Kittenkurmler, nicht Horsti, jemand anders, der hier, glaube ich, nicht unbedingt erwähnt werden will. Er hat mir gesagt, ob ich mich dran, er hat mich gefragt, ob ich mich dran erinnere, dass der Zand eine widerwärtige Selbstheilungsrate hat. Also, dass er seine Gesundheit abnorm regeneriert. Wüsste ich gar nicht mehr. Aber schön zu wissen, nicht. Ach, guck mal. Nächsten Ranzi ist hier. Trollkröte, Bleichmond. Trollkröten, die können wir auch noch mitnehmen. Ja, ja, wir pflücken hier mal den Sumpf ab, weil es ist wahrscheinlich eines der letzten Male, dass wir hierher kommen. Wir haben da auch noch dieses Heilmittel für den Morgendorn. Ich habe eine leichte... Ich habe einen leichten Verdacht, dass wir dieses Heilmittel noch brauchen werden. Da war doch was. Ja. Trollkröten müssen wir uns nicht unbedingt die fette Mühe mitmachen. Ich schalte mal alle auf Agro und lass sie einfach mal machen. Feire steckt die eh in Brand. Ne, der Zand hat ja einige Spezialfähigkeiten, die man durch die Siegel ausschalten kann. So ist es. Das kann ich schon so sagen. Da ist nicht zu viel mit verraten. So. Fyrus, könntest du mal aufhören zu schießen? Fyrus, ach so, die kann man gar nicht plündern so richtig. Aber Froschschenkel für unseren Koch. Ja, ich weiß jetzt nicht. Hier ist noch eine. Die Leichen sind nicht besonders leicht aufzuspüren. Bleichen. Da ist noch eine. Hättest du jetzt gesehen? Nö, ne? Wäre schön, wenn die auch angezeigt würden. Auf der Karte. Naja, aber zu viel verlangt. Ich werde mal wieder alle Agron. Und dann holen wir uns mal den Honk und holen uns mal hier den Bleichmond und die ganzen anderen Spezereien. Hier ist, ach, Alter, guck dir an, wie viele Kräuter. Wenn ich die jetzt nicht mitgenommen hätte, das hätte mir doch das Herz zerblutet.